Recycling, Nachhaltigkeit und so weiter, das sind Schlagworte unserer Zeit. Ist alles gut, ist alles richtig. Aber was machen wir mit unserem alten Telefon? Handys, Smartphones, Dattelphones, Klugklauts oder wie auch immer die Dinger da heißen. Nach 3 Jahren bekommen wir kein Update mehr vom Hersteller. Manche schon nach 2 Jahren nicht mehr. Ist eine Sauerei ohnegleichen. Da müsste ein Gesetz her, dass sie mindestens 5 Jahre lang Sicherheitsupdates liefern, die Lieferanten. Okay, kümmert sich keiner drum, die haben andere Probleme. Aber wir haben das Problem. Wenn man also nach 3 Jahren dann ein neues Telefon kauft, was macht man mit dem Alten? In die Schublade verschenken, verschrotten, zum Wertstoffhof bringen oder was auch immer. Es gibt eine Möglichkeit, die sinnvoll weiter zu verwenden. Denn die haben eine Kamera, die haben einen USB-Anschluss zur Stromversorgung dauerhaft. Ja, und viel mehr brauchen sie eigentlich nicht. Und dann braucht man noch ein Programm dazu. Dieses Programm, das bekomme ich aus dem Internet. Da gibt es so viele Applikationen, kleine Programmchen dafür. Und dann mache ich daraus eine Webcam. Webcam, wofür? Gibt so viele, so billige. Ja, aber die kostet gar nichts. Und wir brauchen ja jeder irgendwann mal so etwas. Egal, ob ich das als Babyphone nehme, dass ich mein Kind irgendwie überwachen kann, damit nichts passiert. Dass ich, wenn jemand krank ist, der vielleicht nicht rufen kann, dem so ein Ding da hinstelle, damit er was machen kann. Oder auch rufen kann, es wird ja auch Ton übertragen. Dass ich vielleicht im Keller überwache, was da für Besucher sind, so vierbeinige mit Schwanz und sowas, also nicht die vom Computer. Und all diese Dinge, die kann ich damit machen. Und wie mache ich das? Das ist relativ einfach. Selbst mit ganz alten Telefonen geht es. Ich habe mal ein altes Tablett mitgebracht, das ist etwa 8 Jahre alt. Da ist Android 4.1 drauf und sehen Sie sich das Bild an, das funktioniert problemlos. Das hier ist jetzt erstmal so, aber wenn wir dann auf meinem Computer gucken, da habe ich dieses Bild ja auch und da können Sie sehen, im normalen Browser, das heißt, ich habe hier unter Linux den Firefox laufen, nicht den neuesten. Da gebe ich einfach die IP-Adresse und die Portnummer ein, die mir diese Applikation auf meinem Telefon oder Tablet sagt. Und das war's. So, und Sie sehen, da kann man gucken, egal wie, im eigenen Netz. So, jetzt habe ich mir eine ganze Menge, 10, 12 dieser Applikationen angesehen. Und eine wird im Netz gehypt, Alfred heißt sie, ist eine Firma, also kein Privatmann. Die stellen eine kostenlose Version zur Verfügung und dann kann man auch eine Kaufversion haben. Da muss ich mich mit einem Google-Konto anmelden, um dann irgendetwas machen zu können. Das heißt, diese Daten, diese Bilder, die bleiben nicht in meinem WLAN, in meinem Haus, sondern die gehen nach draußen. Möchte wirklich jemand irgendwie auf irgendeinem Server irgendwo hin über einen Port, den ich aufmachen muss in meinem Browser, in meinem Access Point, meiner Fritzbox, was auch immer ich habe, dass ich da irgendwie ein Loch aufmache und dass dann ein neuer Angriffspunkt da ist. Nur weil ich innen bei mir im Haus etwas überwachen will, Schwachsinn. Ich habe das Ding gar nicht in Betrieb genommen, denn eine Anmeldung über Google für so etwas kommt für mich nicht in Betracht. Gut, ich habe andere gesucht. Mal gucken. Hier läuft sie schon. Gehen wir mal raus und gucken mal, ob wir die irgendwo noch da haben. Ja, so, schauen Sie mal da. Das, die oberen beiden, das sind die, die ich verwendet habe. Beide sind kostenlos, beide blenden Werbung ein, aber nur auf dem Telefon, da wo die Kamera verwendet wird. Das ist einmal dieses Droidcam und einmal IP Webcam. Bei IP Webcam, es gibt verschiedene unter diesem Begriff. Merken Sie sich das Icon, wenn Sie das Teil, was ich hier getestet habe, haben wollen. Nur das Icon ist das Original und es gibt andere, die heißen eben genauso und es gibt sogar Icons, die sehen sehr ähnlich aus. Also gucken Sie sich das genau an. Und wenn Sie dann dieses Ding geladen haben, da gibt es überhaupt keine großartige Installation dafür. Das wird gestartet, dann hat man eine ganze Menge Text, den kann man einfach wegwischen und ganz unten steht Server starten. Und wenn man das dann gemacht hat, dieses Server starten, dann bekommt man so ein Bild. Jetzt haben Sie meine Pfoten dahinter. Das ist das Bild. Und da steht jetzt die IP-Adresse, über die ich mich
von meinem Browser einloggen muss und der Port dahinter. Und das war's schon. So, jetzt gucke ich mal, was steht denn hier? 129 80 80, ja, die hat er eben auch schon gehabt. Und jetzt gehe ich hier auf meinen Rechner mit dieser, das ist die verkehrte, 168, 129, 80. So, sehen Sie, da ist es. Sie können auch meine Pfoten auf der Tastatur sehen. Es gibt nämlich eine gewisse Verzögerung. Das ist ganz normal. Über den Browser, je nachdem, wie es gemacht wird, dauert es eine gewisse Zeit, bis das Bild kommt. Aber es spielt ja keine Rolle, ob ich mein Baby eine Sekunde später brüllen höre. Hauptsache, ich höre es und ich kann es kontrollieren. So, und jetzt haben wir hier eine Menge Möglichkeiten. Ich kann hier im Browser, das ist wohl HTML5 dann, auch auf JavaScript gehen, funktioniert genauso. Und dann kommt Audio. Da ist, steht sogar noch Flash drin. Auch HTML5, da könnte es sein, dass es nicht sofort funktioniert, dass Sie dann erstmal HTTPS einschalten müssen, damit die Tonübertragung gemacht wird, weil der Browser sonst ein bisschen spinnt. Aber auch das ist erklärt, auch das funktioniert problemlos. So, hier zwei Wege Audio, ich kann es mal zeigen. Macht das? Ah ja, gut, er fragt jetzt, ob er zugreifen darf. Mache ich jetzt nicht, gibt immer so blöde Rückkopplungen, aber es funktioniert. Man kann also damit auch eine Gegensprechanlage gleichzeitig zu dem Bild machen. So, und wenn ich jetzt hier runtergehe, da können Sie eine ganze Menge Optionen sehen, die Sie einstellen können. Ich lasse mal so ein bisschen Bild da oben. Und zwar erstmal links, Aufnahme, Aufnahmekontrolle. Da können Sie zyklisch aufnehmen. Es wäre also hier sogar denkbar, so etwas als so eine Art Dashcam einzusetzen, dass man ein paar Sekunden aufnimmt und dann überschreibt. Oder Sie können dauerhaft aufnehmen, die Aufnahme starten. Dann haben wir die Möglichkeit, den Zoom einzustellen. Wenn ich jetzt hier Zoom hineingehe, dauert es wieder etwas. Und dann hat er das Bild digital natürlich aufgeblasen. Aber es geht. Die Qualität kann ich einstellen und die Belichtungskorrektur kann ich machen. Auch das geht. Jetzt hat er oben den Zoom. Moment, ich gehe mal hoch. Da können Sie sehen, ja, ist jetzt unscharf, weil das ist zu nah dran an dem der Rechner. Der ist nur hier, naja, so 12 cm entfernt. Das kann er nicht mehr scharf stellen, dieser kleine Telefonkasten. So, ich gehe mal mit dem Zoom wieder zurück. Belichtungskorrektur hatte ich eben schon gesagt. Autofokus und so weiter. Sie können den LED-Blitz einschalten. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Hand mal hier so dahinter halte, vielleicht können Sie das sehen. Jetzt ist er aus. Jetzt schalte ich ihn wieder ein. Also, da kann man also quasi die Beleuchtung zusätzlich einschalten. Es gibt einen Nachtmodus und so weiter. Man kann umschalten von Frontkamera auf Heckkamera. Heißt das Ding denn so? Ich weiß es nicht. Und die ist ja meist in der Auflösung etwas schlechter. Aber das kann man machen, wenn man irgendwie will. Und man kann Bewegungseinstellungen machen, also Bewegungsüberwachung. Das heißt, wenn sich im Bild etwas bewegt. Und dazu kommt noch, dass man jetzt nicht nur das gesamte Bild nimmt, sondern das Bild ist gerastert, würfelförmig und kann dann auswählen, welche Bereiche, auch mehrere Bereiche, man überwachen will. Sobald da eine Bewegung ist, würde er die Aufnahme starten zum Beispiel. So, die Empfindlichkeit für diese Bewegungseinstellung, auch die lässt sich einstellen. Und Grafik-Sensordaten, man kann auch über Sensordaten, die man so hat, also zum Beispiel Erschütterung oder ähnliches, selbst da kann man irgendetwas triggern, irgendetwas aktivieren. Hier sehen Sie unten im Bild, das ist kein Spielfeld, das ist jetzt für diese Bewegungserkennung dieser Bereich, den ich definieren kann. Machen wir wieder zu. Fokusmodus, automatische Sensor und so weiter, manuell. Also man kann
eine ganze Menge Sachen machen. Man kann unterschiedliche Aufnahmen machen, dass man die Aufnahmen für Fotos, die man natürlich machen kann, die mit voller Auflösung gemacht und gespeichert werden, dann auch anders belichtet, anders in der Farbe darstellt. Die Einstellmöglichkeiten sind nahezu unendlich. Dieses Programm, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein altes Telefon irgendwann mal auf dem Balkon rauszustellen, um zu gucken, wie die Vögel im Vogelhaus da sich ihr Futter holen oder was auch immer ihnen einfällt, ist einfach ideal. Telefon haben sie sowieso, wegwerfen ist zu schade, soll man, darf man auch nicht machen und brauchen eigentlich nur ein Steckernetzteil mit einem USB-Anschluss, um das Telefon laufend in Betrieb zu halten, die Applikation runterladen, installieren und können an jedem Rechner in Ihrem Netzwerk gucken. Wenn Sie mehr wollen mit dem Teil, was ich nicht gefunden habe, ist ein Passwort. Also natürlich kann ich hier mich auch anmelden und kann auch ins Netz gehen. Ich kann auch nach draußen gehen. Ich muss mich also nicht unbedingt nur im eigenen WLAN bewegen. Da warne ich aber davor, zu schnell hat man ein solches Spielzeug irgendwo stehen lassen in der Ecke und denkt mich nicht mehr daran und die Welt lacht sich schief, was sie da wieder für einen Quatsch erzählen beim Fernsehen oder sonst wo oder ihren Kindern. Also, Tablet, das alte habe ich schon gezeigt, auch mit neuen Tablets ist es überhaupt kein Problem, da geht es sogar noch besser und schneller, weil die Kameras besser sind. Aber das will ich ja nicht unbedingt dafür verwenden. Ich nutze meine alten Teile, die ich habe, die auf dem alten Teil liegen und habe jetzt irgendwo im Keller so ein Ding stehen und habe so ein Ding auf dem Dachboden stehen. Mal gucken, wo Mäuse und Wespen und sonstige Sachen wohnen. Naja, und Ihnen fällt mit Sicherheit noch viel, viel mehr ein. Denken Sie an, wenn Sie nicht mehr damit spielen wollen, nicht in den Müll, sollte man wirklich nicht machen. Da ist ein Akku drin und eine ganze Menge anderen Kram. Also wenn, dann in den Wertstoffschrott. Aber das dauert eine ganze Zeit, bis man den Spaß nicht mehr haben will.